Der Traum vom Fliegen. Erlebe die Faszination des Fliegens und informiere dich, wie der Traum vom Fliegen auch für dich wahr werden kann beim Infotag des Luftsportvereins Ederbergland in Allendorf-Eder. Der Infotag findet am 2. November 2024 von 11 Uhr bis 17 Uhr auf dem Flugplatz Allendorf-Eder statt. Neben der Präsentation des modernen Flugzeugparks stehen erfahrene Mitglieder und Piloten für Fragen bereit. Dazu gibt es physikalische Experimente zum Mitmachen, die das Prinzip des Fliegens veranschaulichen. Bei Erbseneintopf aus der Feldküche des Technischen Hilfswerks und kalten und warmen Getränken kann man einen Tag rund um die Fliegerei erleben. Bei entsprechendem Wetter sind auch Einführungs- und Rundflüge möglich. Bei schlechtem Wetter steht der Hangar und das Vereinsheim für die Besucher zur Verfügung. Luftsportverein Ederbergland hier in Allendorf plant einen Fluginfotag, ist das richtig? Genau, am 2.11. diesen Jahres planen wir einen Fluginfotag, um hier den umliegenden Bewohnern mal zu zeigen, was wir hier im Luftsportverein Ederbergland so Schönes machen, unseren Flugbetrieb und unsere Luftfahrzeuge zu präsentieren und die möglichen Ausbildungen. Dazu soll auch genau über die Ausbildung gesprochen werden. Mhm. Über die verschiedenen Lizenzen, angefangen von den Ultraleichtflugzeug bis PPL. Genau. Also der Einstieg wäre zum Beispiel die Ultraleichtfluglizenz. Das war die günstigste Variante, in die Luft zu kommen, ist es nicht. Das ist dann die Segelfliegerei, der SPL. Den können wir auch hier ausbilden in Allendorf. Da gibt es verschiedene Startmöglichkeiten für die Flugzeuge, die in der Regel keinen Motor haben. Also entweder ein Klapptriebwerk hinten, F-Schlepp mit einem Seil, mit einem motorbetriebenen Flugzeug werden sie hochgeschleppt oder dann eben die Winde. Ja. Das ist eine große Trommel und dann werden die Flugzeuge dann schnell beschleunigt, innerhalb von 3 Sekunden von 0 auf 100 auf eine gewisse Höhe geschleppt und dann kann man die gewonnene Höhe wieder absegeln oder Thermik finden und so ein bisschen länger in der Luft bleiben. Fluginfotag, man kann verschiedene Flugzeugtypen im Bereich der Kleinfliegerei ist es ja besichtigen, mhm. Wenn das Wetter mitspielt, auch Start- und Landungen beobachten beziehungsweise einen Rundflug machen. Genau, also einen Rundflug könnten wir im Bereich des Ultraleichtfliegens anbieten oder eben in den anderen Klassen SPL Segelflug, PPL Lappe, einen Einführungsflug. Ja. Da kann man dann einfach mal schnuppern und gucken, ob einem das Ganze gefällt. Muss aber das Wetter mitspielen. Ne? Genau, also vernünftiges Wetter wäre die Voraussetzung. Ne? Wir sind alle nur Hobbypiloten und fliegen eigentlich in der Regel nur bei schönem Wetter. Naja, ein bisschen Regen schadet auch nichts, aber genau, Windstärke ja. 8 Nordost ist dann schon schwierig. Das ist schon schwierig, genau. Ja, was wird sonst geboten außer Essen, Trinken? Genau, fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Ich denke mal, ein Erbseneintopf war, glaube ich, geplant. Also es gibt was Warmes, Kaffee und Kuchen, Waffeln werden wir backen. Und dann gibt es verschiedene Stände, wo man sich ein bisschen informieren kann. Für die Jüngeren unter uns sind ein paar kleine Experimente geplant im Bereich der Luftfahrt. Da kann man mal ein paar schöne Sachen ausprobieren. Ja, Ultraleichtflugzeug, was bedeutet das eigentlich? Ultraleichtflugzeug, das ist eigentlich nur eine Klasse. Das heißt, früher waren so Ultraleichtflugzeuge eher so Metallgestelle mit Seile dran, so stellt man sich das vor. Ne? Mittlerweile sind es hochwertige Flugzeuge. Ultraleicht ist eigentlich nur eine Klasse bis 600 Kilo, maximal 2 Personen, aber ist eine ganz normale, wie in anderen Flugscheinen auch, vollständige Flugschein. Eigentlich sind es ja Sportgeräte. Es sind Sportgeräte, Luftsportgeräte. Keine Kleinflugzeuge oder Flugzeuge? Nein, Leichtflugzeuge, aber Luftsportgeräte, genau, in dem Sinne, ja. Nichtsdestotrotz braucht man eine Lizenz dafür. Ja klar, man braucht die für eine komplette Lizenz. Das heißt, man muss auch die Theorie komplett machen, wie auch im Motorflug. Die ist fast gleich. Ne? Ja. Und in der Praxis heißt es 30 Stunden Flugausbildung, wovon bestimmten Stundenzahl mit Fluglehrer und viele Stunden im Alleinflug, über Landflugtraining und letztendlich dann die Prüfung. Mhm. Und man hat dann auch komplette Lizenz, wie auch im Motorflug. Ne? Was ist das denn jetzt hier für eine Maschine? Das ist eine Bristel. Die ist, wie gesagt, 600 Kilo schwer, komplett Metall, aus Metall gebaut. Hochwertige Instrumentierung,
Was soll man starker machen? Motor. Starker Motor. Weil die hat eine Schleppvorrichtung, habe ich gesehen. Die ist auch für Schleppe, für F-Schlepp geeignet. Die hat eine Rotax 915 IS Turbo mit 140 PS. Und die geht richtig gut ab. Und die Reichweite um die 1000 Kilometer? Um die 1000 Kilometer. Die hat eine Reisegeschwindigkeit plus minus so zwischen 230, 250. Also das sind schon ordentliche Geschwindigkeiten. Im Vergleich mit zum Beispiel Segelflugzeuge, ne? Und andere Eco-Klasse-Flugzeuge, also hochwertige Motorflugzeuge, ist die eigentlich von der Reisegeschwindigkeit eigentlich ganz gut dabei. Wenn jetzt sich ein junger Mensch für die Lizenz interessiert, ab wann kann er die machen? Ab 16 Jahre kann man damit anfangen für die Ausbildung und ab 17 Jahre kann man eigentlich den Schein offiziell erwerben. Das heißt, dann auch alleine fliegen? Dann kann man auch alleine fliegen. Man fliegt mit 16 auch schon alleine. Wenn man so 10, 15 Stunden mit Fluglehrer geflogen ist und man hat es gut drauf, dann ist man auch in die Lage, alleine zu fliegen. Dann wird man auch alleine losgelassen. Jetzt gibt es ja Flugzeuge mit Instrumenten, ILS-Einrichtung und ohne. Das heißt, die ohne dürfen nur tagsüber fliegen. Ist das richtig? Genau. Unter VFA-Bedingungen. Das heißt, mit Tageslicht, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, immer mit bestimmter Bodensicht und also IFA-Fliege, die sind ja Leute, die fliegen auch durch die Wolken und nachts und das dürfen wir halt als UL-Fliege dann halt nicht. Ja. Auch die Höhe ist auf 800 Fuß begrenzt. Also diese hat einen Gipfel, Dienstgipfelhöhe von 15.000, lüge ich da, 15.000 Fuß. Könnte man mit dieses Flugzeug fliegen. Ja, aber in Deutschland haben wir verschiedene Ebenen. Wenn man Sauerstoff dabei hat, dann kann man auch mal über 10.000 Fuß fliegen. Aber ohne Sauerstoff würde ich das dann über 3.000 Meter, 10.000 Fuß, dann eigentlich nichts versuchen. Also nicht so lange versuchen, dann wäre es übel. Ne? Also da muss man halt Sauerstoff dabei haben. Ja, aber wir haben in Deutschland ja verschiedene Flugebenen. Ne? Unter 300 Meter, da Hubschrauber. Also da sind wir eigentlich nicht, wir sind nur beschränkt, wir dürfen nicht über Städte zu tief fliegen und zwischen 300 und 600 Meter, glaube ich, dann die für die Privatfliegerei vorbehalten. Was drüber ist, ist dann Berufsfliegerei. Ne? Also wir haben eigentlich als niedrigste Höhe so 150 Meter über nicht bewohnte Gebiete. Ja. Und in der Höhe ist es halt so, dass wir bis zur Flugfläche 10.000 darf man dann halt fliegen. Da oben muss man dann halt mit bestimmten Berechtigungen haben, dass man auch mit der Lotse sprechen darf. Auf Englisch dann dementsprechend. Braucht man ein Funkzeugnis für die Maschine hier? Brauchen tut man das nicht, aber empfohlen wird es ja. Ne? Sobald man in kontrollierte Luftraume fliegt oder Flugplätze, die kontrolliert sind, dann braucht man halt mindestens beschränktes Sprechfunkzeugnis, damit man auch mit der Lotse sprechen darf. Die Ausbildung dauert wie lange? Das ist abhängig, wie gut man ist. Ja, aber in aber im Schnitt kann man sowas in ein Jahr hinkriegen. Wenn man gut drauf ist. Und da sind hier auch einige Leute, haben Umschulung gemacht von Segelflug auf UL. Und die sind dann auch in, würde man sagen, in 4-6 Wochen sind die fertig. Ja, gut, die haben auch bestimmte Voraussetzungen schon mitgebracht. Aber da sind auch talentierte Leute dabei, die haben es richtig gut in die Finger und die können das dann auch und die also fliegen dann Ausbildung recht schnell. Ausbildung umfasst Luftrecht, Technik, Meteorologie. Ja, das sind schon ein paar Fächer, die muss man halt. Also Kartenkunde, Geografie und genau, so weiter. Da kommt schon einiges dazu. Man muss dazu ein bisschen lernen. Ja, klar, kommt nicht von alleine. Gut. Ne? Gerne. Hallo Nick. Hallo. Hallo, wir sitzen hier in einem Segelflugzeug. Was ist das für ein Typ? Das ist der ASK 21 MI. MI steht dafür, dass wir einen Motor dabei haben. Du bist 17 Jahre alt. Das ist richtig. Wie lange fliegst du schon? Ich fliege schon 3 Jahre. Das heißt, du hast mit 14 die Segelfluglizenz erworben? Nein, ich habe mit 14 die Ausbildung angefangen. Ausgefangen. Also mit 14 kann man die Ausbildung anfangen? Mit 14 kann man die Ausbildung anfangen und theoretisch abschließen. Das heißt, man kann ab 14... Segelfliegen. Ja. Alleine. Ja. Zu zweit. Die Ausbildung dauert wie lange? Im Regelfall 1 bis 2 Jahre. Und umfasst was eigentlich? Eine Grundausbildung zuerst und dann mehrere 10 Stunden, die man alleine fliegen muss. Und auch Streckenflüge, die man machen muss. Ja. Und dann natürlich auch Theorie und Wetterkunde, also Meteorologie genau. und so weiter, Luftrecht und so weiter. Genau.
Ja, jetzt sitzen wir hier in deiner wunderschönen Maschine und erstaunlicherweise hat die ganz schön viele Instrumente für einen Segelflieger. Was ist das alles? Ja, also wir fangen einfach mal oben links an. Das hier ist unser Variometer, einmal elektronisch und einmal analog. Das zeigt uns quasi an, ob es nach oben oder nach unten geht. Das ist für die Thermik wichtig, wenn man sieht, wie viel Meter man in der Thermik steigt. Das ist unser Höhenmesser, der zeigt uns die Höhe an über dem Platz. Das ist ein analoger Kompass. Unser Funkgerät, unser Warnsystem, wenn wir andere Flugzeuge haben. Ein Multifunktionsdisplay mit vielen verschiedenen Einstellungen. Und unser Geschwindigkeitsmesser, sowie unsere Motorbedienung. Das heißt, die funktionieren im Moment, die hat eine Batterie, die Maschine? Oder das, die hat mehrere Batterien. Das heißt, die müssen auch irgendwann immer wieder aufgeladen werden? Das ist richtig, das geschieht in der Halle. Okay, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, mit der Maschine zu starten. Hinter einem Flugzeug, einen Schleppstart, genau, mit der Winde oder hinter einem Fahrzeug. Was hast du am liebsten? Am liebsten ist mir der F-Schlepp, weil ich den einfach am meisten gemacht habe, aber Windenstart sind auch sehr interessant. S-Schlepp heißt hinter einem Flugzeug. F-Schlepp heißt hinter einem Flugzeug geschleppt werden, genau. Flugzeugschlepp. Wie lange brauchst du, um den Vogel in die Luft zu bekommen? Auf ungefähr 600 Meter brauchen wir 2-3 Minuten, das geht recht schnell. Ja, und dann heißt es Thermik suchen. Dann heißt es Thermik suchen. Und wenn keine da ist? Dann haben wir eine bestimmte Höhe, dann sind wir wieder am Platz und dann landen wir. Oder was selten vorkommt, auch Außenlandung? Richtig, wenn man sich verschätzt, kann man auch außen landen, ja. Das war's eigentlich schon. Wie lange möchtest du noch Segelfliegen oder willst du mal in die UL-Klasse, also ultraleicht, wechseln? Ich würde nach der Segelflugausbildung auch eine Motorflugausbildung anstreben. Das ist die Kühlstellung, wenn der Motor einfahren soll.